Oh, hallo zusammen. Wir kommen zum zweiten Teil bezüglich unserer Studien des ersten Isomorphie-Satzes. Im ersten Teil haben wir uns über diesen Satz ein bisschen genauer unterhalten und haben auch eine wunderschöne Sache bewiesen, und zwar, dass S1 isomorph ist zu R modulo Z. Okay? So, jetzt im zweiten Teil wollen wir beweisen, dass die Ordnung, also die Anzahl der Elemente der alternierenden Gruppe, ist n Fakultät halb. Und das wollen wir auch mit dem Isomorphie-Satz beweisen. So, wiederholen wir diesen Satz vielleicht ganz kurz. Wir haben einen Gruppenhomomorphismus Phi zwischen zwei Gruppen G und H. Okay? Dann ist die Aussage, G modulo Kern ist isomorph zum Bild. Okay, G modulo Kern macht es injektiv und eingeschränkt aufs Bild macht es subjektiv und somit bijektiv. Also hier nochmal die erste Behauptung, die wir gezeigt haben, S1 ist isomorph zu R modulo Z. Also, das wollen wir jetzt beweisen. Behauptung 2. Also, die Ordnung der alternierenden Gruppe ist n Fakultät halb. Okay. So, wir wollen über die Gruppenordnung reden. So, es geht um die alternierende Gruppe AN. Wir haben schon mal bewiesen gehabt, dass AN ein Normalteiler ist von SN. Das haben wir schon gezeigt gehabt. AN ist ein Normalteiler von SN. Und wenn wir einen Normalteiler haben und eine endliche Gruppe, dann kennen wir einen Satz aus der wunderschönen Welt der Algebra, aus der Gruppentheorie. Dann können wir über diese Restklassengruppe G modulo N, also G ist endlich, N ist ein Normalteiler von G, da gibt es so einen Satz. Die Ordnung der Restklassengruppe G modulo N ist die Gruppenordnung von G durch die Gruppenordnung von N. Das verwenden wir hier, weil wir wissen, AN ist ein Normalteiler von SN, SN ist endlich, und dann können wir über SN modulo AN etwas sagen. Okay, warum machen wir das? Weil wir eine Abbildung hatten, als wir gezeigt haben, AN ist ein Normalteiler von SN, und zwar hatten wir die Signumsabbildung. Der Kern davon war ganz genau AN. Okay, Kern war AN, dann haben wir SN durch AN. Was ist das Bild der Signumsabbildung? Signumsabbildung, das ist plus minus 1, hat zwei Elemente. Und dann verwenden wir das und dann sind wir, dann haben wir das gezeigt, was wir wollen. Okay, so schreiben wir das alles mal sauber auf, was wir gerade so gesagt haben. Also, wir betrachten uns dieselbe Abbildung, also als wir gezeigt haben, dass AN ein Normalteiler von SN ist. Also die Signumsabbildung von SN, ja, von der Permutation, ist entweder 1 oder minus 1. So, dann hatten wir, dass der Kern davon, naja, das heißt, alles was 1 ist, naja, das sind ganz genau die geraden Permutationen. Okay, das ist AN. Und das Bild ist ja plus minus 1. Okay, so, Signum, Abbildung ist auch ein Gruppenhomomorphismus. Naja, warum? Für alle Permutationen Sigma und Tau aus SN gilt. Signum von Sigma verknüpft mit Tau. So, und jetzt? Das zeigt man eigentlich, ja, also das ist einfach die Definition vom Signum einer Permutation, was das ist. Einfach einsetzen und dann hat man das. Ja, das ist die bekannte Rechenregel von Signum. Das Signum von Sigma mal Signum von Tau. Also einfach die Definition davon anwenden und dann kriegt man das raus. Das sind so 4-5 Zeilen oder so. Also es ist ein Gruppenhomomorphismus. Das heißt, nach dem Isomorphiesatz, okay, nach dem Isomorphiesatz ist das SN modulo Kern isomorph zum Bild. Also daraus folgt,
nach dem Isomorphiesatz ist Sn modulo Kern, das ist An, isomorph zum Bild und das ist genau plus minus 1. Okay, so wir wollen was über die Ordnung sagen von dem hier. Das ist endlich, das ist der Kern dieser Abbildung und wir haben bewiesen gehabt, also wir wissen ganz allgemein, der Kern ist immer ein Normalteiler, deshalb ist An ein Normalteiler von Sn, das haben wir schon gesehen gehabt, dass das so stimmt. Und jetzt verwenden wir das. Also wir verwenden jetzt diese Erkenntnis mit dem und diesem Satz. Weil das sagt genau etwas über die Ordnung. Okay? Also daraus folgt. Zunächst mal aus dem hier, dass das hier, weil wir einen Isomorphismus haben, die linke Seite hat genauso viele Elemente wie die rechte Seite. Okay, also die Anzahl an Elementen von plus minus 1, das ist 2, ist genauso, ist genauso groß wie die linke Seite, also Sn modulo A. Und Sn ist endlich, An ist ein Normalteil und jetzt kommt unser Satz, wir können was über die Ordnung dieser Restklassengruppe sagen. Das ist Ordnung von Sn geteilt durch Ordnung von A. So, jetzt kommt unser Satz. Also Ordnung von Sn geteilt durch Ordnung von A. Und die Ordnung von Sn, dieser symmetrischen Gruppe, kennen wir, das ist n-Fakultät. Und dann haben wir auch ganz genau, was wir wollen. Also daraus folgt, das ist 2, also die Ordnung von der Menge plus minus 1, das ist 2. Und die Ordnung von Sn, das ist n-Fakultät. Also folgt daraus, 2 ist n-Fakultät durch die Ordnung von An. Naja, und das ist äquivalent zu Ordnung von An, ist nichts anderes als n-Fakultät halbe. Das war hier zu zeigen. Wunderbar. Also wir können auch den Isomorphiesatz auch für solche schönen Sachen verwenden. Okay. Gut, dann hoffe ich, dass das klar geworden ist, dass ich das auch erklären konnte, dass es euch wichtig ist, dass es euch im Leben weiterbringt. Ja, dieses Wissen ist nützliches Wissen. Genau. Okay. Dann bin ich am Ende und setze einen Punkt und ich hoffe, dass es klar geworden ist. Und genau. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.